verschiedenen Produzenten betrieben wird und wo die Produzenten die Auswertung ihrer Filme selbst übernommen haben. Es ist ja nun nicht so wahnsinnig teuer, im Grunde eine Plattform aufzubauen. Das technische Know-how ist so weit vorangeschritten, dass man das für kleines Geld mittlerweile haben kann. Was ich, glaube ich, immer mal wieder Leute fragen oder Branchenteilnehmer fragen, ist, würde das nicht vielleicht auch für Produzenten Sinn machen, wenn man jetzt 10 seiner besten Freunde, wir wissen, alle bewundern sich immer für das, was sie tun, und da könnte man sich doch mal zusammentun und sagen, wir machen jetzt mal den, weiß ich nicht, Film 20-Kanal auf oder so und zeigen da selber unseren Content. Ist das, mir ist die Provokation der Frage durchaus bewusst, aber trotzdem möchte ich sie gerne stellen, wenn es immer darum geht, welche Verwertungsmöglichkeiten hat man eigentlich, ob man sich langfristig vielleicht darüber auch eine gewisse Unabhängigkeit von, wir haben jetzt die ganze Zeit öffentlich-rechtliches TV-Bashing betrieben, das betrifft natürlich unter etwas anderen Vorzeichen auch die Privaten. Also ich, auch da glaube ich, meine, wenn Sie das sagen, Film 20 TV hört sich super an, weil das ist ja eine schlagkräftige Organisation von Produzenten, die wahnsinnig viel gutes Produkt herstellen. Also ich denke mir, alleine mit der UFA könnten wir da schon Sender machen und mit der Konstantin, und dann können wir auch noch schöne Filme zeigen. Das würde, glaube ich, sogar funktionieren. Aber das Problem ist ja, lässt sich so ein Sender so finanzieren, dass er uns in den Lizenzen, die er uns zahlt, und in den Koproduktionsbeiträgen wirklich hilft. Und das, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Abspielsender von bestehenden Programmen so viel finanzielle Ressourcen aufbringen können, damit wir sozusagen mit dem öffentlich-rechtlichen oder mit dem privatwirtschaftlichen Broadcaster nichts mehr zu tun haben. Das wird, glaube ich, einfach nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass es eigentlich sinnlos ist. Es gibt ja Möglichkeiten, in dieser Form zu senden, und vielleicht gibt es auch mal irgendwelche Zusammenschlüsse, aber ich glaube, dass das im Erstsenderecht überhaupt nicht zu kapitalisieren ist und auch nicht möglich ist und uns letztendlich nicht besser stellt, außer dass wir uns sagen können, es gibt endlich einen Sender, der permanent ein gutes Programm liefert. Und das, glaube ich, würde Herr Bauer von der UFA vielleicht auch anders sehen als ich, weil wir haben manchmal schon unterschiedliche Auffassungen von Programmen, obwohl wir beide bei 25 sind. Dörter, du hast gleich gezuckt. Ich würde ganz gerne einfach dazu insofern ein bisschen was Allgemeineres sagen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es sowas gibt. Ich glaube aber, dass es solche Vereinbarungen zwischen Produzenten erstens mal nur geben kann bei vielleicht Nachwuchs oder an einer Filmhochschule angesiedelt oder sowas. Dann, wenn es um den ernsten Markt geht, dann ist der ein Haifischbecken. Und da ist auch Plattformpolitik so, wie Sender machen und so, wie produzieren, eine sehr eigene Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte was davon, da auch in einer Arbeitsteilung sich zu bewegen und wirklich zu sagen, diejenigen, die Plattformen machen, sollen sich verdammt nochmal auch dann darum kümmern, dass ein Publikum diese Plattform wahrnimmt und so weiter und so weiter. Das sind keine, wie soll ich sagen, intellektuellen Abstellräume oder auch Abstellräume, kannst mal gucken. Gucken Sie sich bitte mal an, wie viele Plattformen von User-Generated Content es mittlerweile gibt und wie viele davon überhaupt in einem breiteren Publikum wahrgenommen werden. Das ist doch eigentlich irgendwann, bei aller Liebe zur Vielfalt, ein Trauerspiel, und das ist für einen Produzenten, ja, kein Tipp, zu sagen, na guck mal, dass du wenigstens gesehen wirst, irgendwie, irgendwo. Oder von den neuen Produzenten, die Sie eben genannt haben, kann gleich einer sagen, ich höre auf zu produzieren, ich werde jetzt Plattformmanager. Auch wieder eine Möglichkeit. Nur, man muss schon ehrlich sagen, Produzenten brauchen Sender, Produzenten brauchen Plattformen, weil die ein anderes Geschäft betreiben. Ich finde es nicht attraktiv und finde es auch keine gute Idee, zu sagen, naja, jeder Film kann doch mal gucken, wie er irgendwie zu seinem Zuschauer kommt. Ist doch eigentlich ein Rückfall hinter das, was wir bis jetzt haben. Herr Nägele, Sie haben vorhin, glaube ich, noch mal ganz deutlich gemacht, dass Film ohne Kino und Kino ohne Film geht gar nicht. Die gehören, also wir lassen jetzt mal den klassischen Fernsehfilm außen vor, das hatten Sie ja auch noch mal klarer definiert, aber die beiden brauchen einander ganz dringend. Und Sie haben ja schon in gewisser Weise aufgezeigt, was notwendig ist, um das Kino als Premium-Abspielort zu erhalten. Ich weiß nicht, ob Frau Krüger-Leisner da schon da war. Sie haben von einer Solidargemeinschaft gesprochen, und das